Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ja, ich habe mal wieder einen Komodo Energy Drink für euch. Mein Junge hat, bevor ich ihn weggebracht habe, zwei Energy Drinks ausgesucht, die ich als nächstes reviewe. Hey, sag mal, wie gefällt euch meine Brille? Ich war mit meinem Sohn an einem Mystery Automat. Und ich meine, ab und an kann man es riskieren, 10 Euro. In diesem Fall haben wir voll ins Goldene gegriffen oder ins Rote. Eine Steampunk-Brille. Die kostet so um die, ja, also die ist schon edel verarbeitet, ja. Die kostet so 16 bis 20 Euro. Und das Interessante ist, die sollen ja auch gut gegen Sonneneinstrahlung und so schützen. Ich habe die jetzt die ganze Zeit aufgehabt beim Fahren. Mega, ja. Der Effekt ist mega. Der Himmel ist lila. Ich mache mal ein Review dazu. Ne? Jedenfalls habe ich hier Komodo Classic Energy Drink aus Polen. Bleibt dran. Yo. Komodo Energy Drink. Komisch mit der Brille. Wenn ich mit der Brille drauf gucke, dann ist original alles hier golden. Ja, richtig nice. Das ist golden, aber in Wirklichkeit ist es doch ja, lila. Also alles, was lila ist, ist golden. Mega. Und alles, was blau ist, ist lila. Ja, sehe ich hier am Display. Mega, mega gut. Irgendwie tut es den Augen auch relativ gut. Ich schweife schon wieder ab. Hier, Leute. Wir haben hier einen Classic Energy Drink mit ungefähr, oh, da muss ich weit weghalten. Kalorien auf 100 und, oh mein Gott, 12 Gramm Zucker. 12 Gramm Zucker sind da drin. Also das ist schon heftig. Das ist schon eine Ansage. Also da muss man sagen, ja. Also bei 12 Gramm Zucker, da muss man sagen, also, ja, das ist schon viel. Aber wie gesagt, zum Testen ist es okay. Und ich kenne das aus diversen Diätgruppen. Wenn ich dieses Video in der Diätgruppe posten würde und sagen würde, das Ding hat auf 100 Milliliter 12 Gramm Zucker, dann kommt sofort ein Shitstorm vom Allerfeinsten. Nein, du hörst nicht. Vom Allerfeinsten kommt dann Shitstorm, dass ich mir eine Tonne Zucker reingeschüttet hätte. Oder dass da ein ganzer Lastwagen Zucker drin wäre. Wenn ihr, genau wie ich, abnehmen wollt, passt in so Diätgruppen auf, was ihr postet. Postet kein Kaffee mit Zucker, mit ein Würfel, mit zwei Würfel Zucker. Nein, postet das nicht. Oder sagt es jedenfalls nicht. Oder schreibt es jedenfalls nicht. Weil sonst ist da vom Danze und euch wird schaufelweise Zucker unterstellt. Egal. Und das trinke ich nur. Ich trinke jetzt nicht einen Liter davon. Oder 5 Liter. Oder einen 10 Liter Kanister. Ich probiere nur das und das reicht auch. Ja, so, vom Design her, mega. Ich habe mir irgendwie gewünscht, einen Classic Energy Drink zu finden. Hatte ich nicht gefunden, aber in einem zweiten Laden, der auch genauso heißt wie der erste polnische Laden. Ich habe vergessen, wie er heißt. In Hanau war das. Der hat mehrere davon gehabt. Und dann habe ich gleich abgegrast. Ey, der fehlt. Unter anderem Classic und auch Zero Zucker. Mega, freue ich mich. Importierter Pfand ist am Start, ist klar. Die meisten Automaten nehmen den. Also ich würde da empfehlen, ja, Kaufland-Automat nimmt den, nimmt diesen Pfand. Und manchmal auch, aber nicht immer, Globusmarkt und Aldi. Aldi ist auch so eine Sache, die nehmen fast alles und auch Netto nimmt auch fast alles. Manche nehmen es nicht, da muss man halt zu einem anderen Markt fahren, ist halt so. Gut, schenken wir ein. Ja, der Energy Drink hier, der sieht, durch die Brille sieht er golden aus. Ganz doll golden. Hat ordentlich Bubbles am Start. Jetzt muss ich die Brille abziehen. Oh mein Gott!
Warte mal, vielleicht können wir den hier oben festmachen, so lang. Sieht auch cool aus, oder? Oh mein Gott, der ist einfach mal grün. Oh mein Gott, der ist einfach mal grün. Ja, der ist grünlich. Gold bis grünlich. Eine leichte Grünfärbung. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Also, ich finde, vom Design her, finde ich den gelungen. Es ist der Komodo-Varan drauf und viel mehr braucht das auch gar nicht. Ja, hier ist auch diese silbernen Linien, da ist der Komodo-Varan angetäuscht. Ja, im Großen. Finde ich nice. Viel mehr braucht es auch bei so einem Energy-Drink nicht. Design, ganz klar 5 Sterne. So. Prost. Oh. Also, es hat diesen Klassik, diesen Klassik Big Pump Geschmack, diesen klassischen, ja, wie soll ich sagen, Golden Eagle. Golden Eagle? Nee, nicht Golden Eagle. Was schmeckt so ähnlich? Oh, das ist schon lange her. Puh, wie heißt denn der? Also ich kenne einen Energy Drink, der schmeckt haargenau so. Oh, Mann. Pit Ballet oder Pit Bull oder so. Irgendwas mit so einem Hund drauf. Pit Ballet oder Pit Bull irgendwie. Habe ich mal getestet. Ich glaube, Pitbull heißt der oder so. Oder Pit Ballet. Der schmeckt ganz haargenau so. Aber er schmeckt auch ein bisschen nach Golden Eagle. So von dieser Herzlichkeit, von dieser Zärtlichkeit. Ja, der ist nämlich sehr gut ausgewogen. Dafür, dass er 12 Gramm Zucker hat, er powert auch sofort rein. Du spürst die Energie durch dich hindurch fließen. So fließt sie durch dich hindurch. Und ja. Also, und weiter geht's, zwei Schare. Also, Power pur, ja. Power Man, ja. Würde ich sagen. Ich wollte jetzt eigentlich noch den zweiten Energy Drink testen, aber der hat schon so viel Power. Das heißt, ich werde jetzt nur noch hier diesen Fanta Beetle Juice testen. Sandia. Ja. Und dann hat es sich für heute. Und dann muss ich noch den Kakao von meinem Sohn austrinken. Ja, ist halt so. Ich würde sagen, vom Geschmack her auch 5 Sterne. Die Polen wissen, wie Energy Drink geht. Dobrze, meine Freunde. Einfach nur mega. Ich fühle mich, als ob ich schröpsen müsste. Oh. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr rülpst und denkt, ihr müsst dabei kotzen? Irgendwie geht's mir gerade so. Naja. Also. 5 Sterne vom Geschmack und 5 Sterne vom Design. Also Bestnote. Ist aber nicht garantiert, weil es ist keine Werbung. Wenn mir jemand das schenkt, dann mache ich Werbung rein. Und wenn mir jemand Knete dafür gibt, mache ich auch Werbung rein. Und ich kaufe mir es immer selber. 99 Cent hat es gekostet im Polenmarkt. 99 Cent, ja, und der Pfand noch dazu. Mega. Also kann man sich durchaus mal gönnen, aber halt nicht so oft, weil so viel Zucker drin ist. Ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst einen Kommentar da. Und gute Fahrt und tschüss.